Sag mal, du halber Driemer, willst du einen alten Mann auf den Arm nehmen? Ich habe weitaus Besseres zu tun, als deine dummen Fragen zu beantworten. Na, hilfsbereit wie immer, der alte Herr. Die Dreamer erinnern mich so ein bisschen an die Hobbits. Klar habe ich ein Problem. Ratten! In jeder unglückseligen Nacht schleichen sie in meinem Keller herum und nagen alles an. Bei dem Lärm kann ich einfach nicht schlafen. Zumindest nicht ohne ein starkes Schlafmittel. Es ist wirklich zu dumm, dass ich keine Waffe habe, um diese Viecher endlich loszuwerden. Okay, aber wir haben den Schlüssel nicht und keine Waffe. Wir sind noch ein wenig waffenlos. Hoffen wir, dass wir das bald ändern können. Ah, ein Gasthaus. Waren wir da schon drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, da waren wir noch nicht drin. Hallöchen, ich bin Hörnt, der Gastwirt dieses wundervollen Hauses und stets zu Diensten. Ich habe reichlich gutes Essen sowie saubere und gemütliche Zimmer zu vergeben. Schauen Sie sich die Räume ruhig selbst einmal an. Ach, Mel, du bist's. Entschuldige, aber ich habe dich einfach nicht gleich erkannt. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Natürlich. Hier hast du 5 Goldstücke. Nimm sie und kaufe für meine Gäste eine Flasche dunkle Peinwein beim örtlichen Weinhändler. Okay, dann weiß ich jetzt, dass wir wohl wahrscheinlich den Wein holen könnten. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Lagnore. Unsere Karawane wurde gestern auf dem Weg hierher überfallen. Und mir blieb nichts als mein nacktes Leben. Ich habe daher im Augenblick rein gar nichts zu verkaufen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu sitzen und auf die nächste Schachkarawane zu warten. Und zu allem Übel geht mir auch noch der Angeber nebenan gehörig auf die Nerven. Ständig erzählt er einem von seinen wilden Abenteuern und Drachenkämpfen. Wenn der ein Held ist, dann bin ich ein waschechter Steamer. Willst du die Wahrheit über ihn erfahren? Es würde dich nur 5 Goldmünzen kosten. Frag mich einfach, wann immer du Gold und Zeit hast. Zahlst du mir 5 Goldmünzen für die Information? Nein, ich will nicht. Ist das jetzt so ein Questlog? Nee, irgendwie nicht. Ich Glückliche, heute Abend werde ich endlich meinen geliebten Hasen wiedersehen. Frau der Ich wünschte, es wäre schon dunkel und wir würden uns gleich bei der Spielwiese treffen. Ach. Das sind der Herz, deiner Liebst. Wer ich bin? Du kennst mich wirklich nicht? Ich bin der berühmte Abenteurer Syrandoron. Mein Name und meine sagenhaften Taten sind in ganz Gothos bekannt. Ach, der Herr ist das. Wilde Tiere fliehen in Panik und sogar Drachen zittern, wenn sie meinen Namen hören. Ich will aber gerne mal die Wahrheit wissen. Also ich denke eigentlich, es ist ein Betrüger. Zahlst du mir 5 Goldmünzen für dich? Ja. Tor? Ich habe Syrandoron, so heißt der Knilch, nämlich schon auf dem dampfenden Ross, dem Gasthaus in Steamertown getroffen. Auch dort hat er seine Abenteuergeschichten erzählt. Von gefährlichen Reisen übers Meer auf dem Rücken eines Drachen. Drachen? Hast du hier jemals einen Drachen gesehen? Und er würde sich bestimmt in die Hosen machen, wenn er einen sähe. Die traurige Wahrheit ist, dass Syrandoron einfach nur ein furchtbarer Aufschneider ist. Dafür habe ich 5 Gold bezahlt. Mein Gott, ich falle immer wieder auf diese Tricks herein. Ich habe gehört, dass am Dorfbrunnen irgendetwas... Im Dorfbrunnen ist irgendwas los? Hi Mel, ich bin hier im Dorf der Hüter der Zeit.
Ich schlage die Glocke zu jeder vollen Stunde. Okay. Es ist 12 Uhr mittags. Warst du schon am Dorf? Wir noch ein? Nun, da du schon mal hier bist, kannst du mir auch gleich einen Gefallen tun. Kannst du meiner Tochter Larissa etwas bringen? Natürlich! Hier hast du ein belegtes Brötchen. Bitte bringe es Larissa. Sie müsste irgendwo in der Nähe des Drachenbrunnens spielen. Ein Heiltrank. Hier ist auch noch was. Goldmünze. Wunderbar. Also die Pixel-Atmosphäre hat echt was. Ach, ein zärtlicher Tom Onkel. Da hängt ein Zettel an der Tür. Melvin, da ich nicht länger auf dich warten wollte, bin ich schon mal in den Wald gegangen, um Misteln zu schneiden. Ich werde gegen 5 Uhr zurück sein. Dein Onkel Rissen. Was für ein überaus begnadeter Onkel. Ach, hier können wir doch mal den Wein mitgehen lassen. Verzeihung, mein Ohr hat gejuckt. Gut, gut, du hast die Tür auf. So, ob wir wohl dem Bacchus ein wenig Wein abschlagen können. Du willst ein samtiges Schwein? Nein. Ich bin mir sicher, du meinst eher süßen Leim. Nun gut, also hier habe ich eine Flasche dunkle Pein. Willst du sie kaufen? Yep. 5 Goldmünzen bitte. Da hast du ihn. Wie auch immer, wenn du noch eine Weile rumstehst, wirst du es auch noch erleben, dass er sich ganz von selbst in Essig verwandelt. Ich bin ja die Geduld in Person, aber wie steht's mit Herrn, dem Gastwirt? Ach, der kann warten, der wird das überleben. So, jetzt schauen wir doch mal auf die Drachenbrunnen vorbei, was sich da ergeben hat. Kannst du mir das belegte Brötchen geben? Ich gebe dir auch was dafür. Natürlich. Auf dem Brötchen ist ja gerade mal ein bisschen Butter drauf. Na, mir soll es recht sein. Besser als gar nichts. Ich gebe dir meinen Ballon dafür. Er ist eh schon ein wenig platt. Wunderbar. Ach, ich armer Thor. Mein süßes Honig. Und du riechst den Ballon. Na, Steamer Dreamer, ist es dir schon gelungen, einen Ballon herzuzaubern? In gewisser Weise, ja. Wow, ein Ballon? Das muss aber ganz schön schwer für dich gewesen sein, den zu machen. Zumal du doch kaum zaubern kannst. Ich denke, ich bin fair und schenke dir ein paar Erfahrungspunkte für deine Leistung. Oh, das finde ich ja super. Was für ein Service. Alle Welt ist auf dem Weg zum Dorfbrunnen. Karte, wo ist denn der Dorfbrunnen? Dorfbrunnen. Damit laufen wir erstmal zur Schule, gehen da nochmal rein und ABC. Also ich habe die Vermutung, dass es die Schule sein könnte. Glaubst du eigentlich, was ich hier mache? Mein Hinterteil platt sitzen? Nee,
Die Wahrheit ist, dass ich nachsitzen muss. Ist das nicht unfair? Na, immerhin habe ich so die Gelegenheit, richtig viel zu lernen. Soll ich dir erzählen, was ich gerade herausgefunden habe? Mach mal. Steamer und Dreamer können schon deshalb niemals gemeinsam an einem Ort leben, weil sich all ihre Interessen und Gewohnheiten völlig voneinander unterscheiden. So kann zum Beispiel kein Dreamer den schrecklichen Lärm ertragen, den die Steamer mit ihren lauten Organen machen. Denn die Steamer sind es wegen des stetigen Maschinenlärms gewohnt, immer sehr laut zu reden. Und außerdem gibt es dann auch noch das alte überlieferte Gebot, das es uns ohnehin verbietet, mit denen zusammenzuleben. Was für freundliche Gesellen. Melvin, du bist meine letzte Hoffnung. Ich wollte gerade mit der ganzen Klasse auf eine Exkursion gehen, um im Wald die heimischen Kräuter zu sammeln und zu studieren. Aber da die Wälder um Dreamertown derzeit nicht mehr sicher sind, muss ich meine Stunden wohl hier im Dorf abhalten. Nun ist aber meine Kräutersammlung unvollständig. Och nein. Könntest du mir nicht Blätter vom Schattenfarn besorgen? Der Schattenfarn. Bitte, bitte. Du hast ihn mitgebracht. Jetzt kann ich endlich mit meinem Unterricht beginnen. Hier, nimm ein wenig Kreide dafür. Schau, dass du sie in deinem Rucksack trocken hältst. Manchmal ist Kreide sehr nützlich, um den Weg zu markieren. Ich habe ein sehr wichtiges Buch über die Geschichte der Dreamer und der Steamer geschrieben. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass man die Vergangenheit des eigenen Volkes kennt. Und meine Bücher sind zudem noch spannend wie Krimis. Soll ich dir eine kleine Zusammenfassung geben? Mach mal. Vor vielen hundert Jahren muss sich etwas wahrhaft Furchterregendes auf Gothos ereignet haben. Heute weiß niemand mehr, was es genau war. Aber viele alte Bücher deuten auf Grauenhaftes hin. Offensichtlich gelang es den alten Völkern von Gothos nur durch eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung, unsere Welt vor der Zerstörung durch eine ominöse Bedrohung zu retten. Unter den Überlebenden dieses Kampfes brachen aber schon bald Zwistigkeiten aus. Was waren die Ursachen der Katastrophe? Und was konnte man zukünftig zu ihrer Vermeidung tun? Man munkelte etwas von Verrat. Aber wer hatte wen verraten? Letztendlich spaltete man sich in zwei Lager. Diejenigen, die in der Macht der Magie eine Lösung aller Probleme sahen, wurden zu den Dreamern und gründeten unsere Stadt. Und diejenigen, die sich allein auf ihr großes Wissen über den Einsatz von Mechanik, Technik und Maschinen stützen wollten, wurden zu den Steamern. Von diesem Tag an gingen beide Völker strikt getrennte Wege. Es war auch eine schwierige Frage, was man da präferieren würde. Und ich frage mich, was in diesem großen Krieg eigentlich passiert ist und was ist mit dem Verrat gemeint. Also ich bin mir ein wenig unsicher, weil ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Aber ich denke, das werden wir im Laufe der Story wahrscheinlich aufdecken. Also toi, toi, toi. Und der gute Dorfbrunnen. Ah, das ist ein Steamer. In einer wunderbaren Laufanimation. Hey Leute, kommt alle her und hört mir gut zu. Ich komme, um euch zu warnen. Na, da bin ich aber gespannt. Uns warnen wovor? Es brach letzte Nacht über uns herein. Erst war es nur ein leichtes Zittern des Erdreichs. Doch dann wurde es ein so gewaltiges Erdbeben. Es hätte ganze Berge in Schutt und Asche legen können. Horden schrecklicher Kreaturen krochen urplötzlich aus den Tiefen der Erde hervor und zerstörten ganze Stadtteile von Steamertown. Fünf von uns mussten gar ihr Leben lassen. Oh nein. Oh. Wir hätten Firnas Kind einfach nie bei uns aufnehmen sollen. Los, lasst ihn uns endlich rauswerfen. Nun ja, das könnte eine Ursache sein. Vielleicht ist es der Zorn der Götter. Vielleicht sind es aber auch die Mächte der Unterwelt, die uns vernichten wollen. Wer weiß das schon?
Nun gut, Melvin. Ich denke, es ist endlich Zeit für dich, uns zu verlassen. Aber ich habe doch gar nichts Falsches gemacht. Warum denn ich? Ich war noch nie in Steamer Town. Na, das könnte ja eine wunderbare Form von Rassismus darstellen. Halt den Mund, du kleiner Steamer! Wir sollten dich ohnehin besser loswerden! Nein, jetzt mach mal halblang. Wessen werde ich eigentlich angeklagt? Ich bin unschuldig. Was wollt ihr denn alle von ihm? Er ist unschuldig. Ihr könnt ihn nicht einfach so rauswerfen. Sei still, Carissa. Wenn wir sagen, er ist schuldig, dann... Bitte, Leute, beruhigt euch erst einmal und denkt doch mal ein paar Minuten darüber nach, was ihr da verlangt. Nur der Hohe Rat dieser Stadt ist befugt, Urteile auszusprechen. Zwar werden wir vor morgen früh keinen Urteilsspruch in dieser Sache verkünden können, aber dann wird es wenigstens ein gerechter sein. Deshalb sollst du, junger Melvin, dich zum Haus deines Onkels begeben und bis dahin dort bleiben. Okay. Dieses Mal hast du noch Glück gehabt, Melvin. Das nächste Mal aber... Also die Fronten sind so extrem verhärtet, ich glaube, uns bleibt da gar nichts anderes übrig. Melvin, komm bitte mal her zu mir. Ich möchte mit dir reden. Ist ja gut. Es tut mir wirklich leid für dich, aber schau, Menschen, die anders als alle anderen sind, haben oftmals Schwierigkeiten, von der Mehrheit akzeptiert zu werden. Du solltest jetzt besser zu deinem Onkel gehen und unsere Ratsentscheidung abwarten. Und mach dir nicht zu viel Sorgen, Melvin. Vertrau auf die Gerechtigkeit. Ich werde euren Ratschlag befolgen, Hoher Rat. Schon gut, Melvin. Du darfst einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Der Kampf für Akzeptanz. So, wir müssen noch zur Schenke. Gasthaus. War das hier lang? Also die Karte finde ich grausig. So, jetzt kriegt ihr erstmal einen dunklen Wein. Und dann kann ich zu meinem Onkel gehen. Sehr gut. Du hast den Wein für mich besorgt. Schau. Ich gebe dir auch etwas Gold zu belohnen. Das war freundlich. Falsche Taste. Ist doch mal ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Wie sieht unser Questlog aus? Haben wir alles? Tja, für das andere benötigen wir so oder so eine Waffe. Also gebe ich jetzt zu unserem Onkel. ABC. War das nicht neben der Schule? Ach, ans andere Ende. Jetzt da runterlaufen. Ja, da kommen wir hin. Da hängt ein Zettel an der Tür. Melvin? Da ich nicht länger auf dich warten wollte, bin ich schon mal in der... Oder auch nicht. Verdammt, irgendwas fehlt uns doch noch. Wenn ich mich recht erinnere... Ja, der ist ja nicht da. Ich glaube, es gab irgendwo ein paar schöne Blumen. Und die fand daher so toll, dass er sie seiner Angebeteten schenken möchte. Frage ist, wo die jetzt rumliegen. Also soweit ich weiß, waren die außerhalb. Also eher so im Mauerbereich.
Die auch nicht. Vielleicht hier? Auch nicht. Mensch, wo haben wir es denn nur? Denke ich, so werden wir nicht fündig. Haben wir denn nicht schon irgendwas? Nein. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Hohe Rat dich in der Gerüchte gehört. Ach. Sind wir schon in diesem Alter, junges Mädchen? Es ist 4 Uhr. Eine Quest fehlt uns noch. Das waren Blumen. Aber mit Airlines können wir den Quest locker beirufen. Die Ratten können wir nur mit einer Waffe erledigen. Daher fallen die schon weg. Darum wurden wir da. Schule waren wir. Spielwiese waren wir. Bücherei waren wir. Rat waren wir. Waren wir. Puh.